Slowenien. Ein wildes Land am Rande der Alpen, voller majestätischer Seen, riesiger Wälder und vor allem einem neuen Gegner. Der Triglav. 2864 Meter hoch thront er namensgebend im Triglav-Nationalpark als höchster Punkt des kleinen Landes. Jeder Slowene, so heißt es, muss im Leben einmal auf diesem Massiv gewesen sein. Und so machen wir vier uns auf, echte Slowenen zu werden. Der Start unserer Tour liegt auf 635 Metern an dieser Berghütte. Die eine Hütte, die 3,15 Stunden. Geplant sind 2 Tage mit einer Hüttenübernachtung. Der Zustieg war bei Komoot mit 14 Kilometer und 1700 Höhenmetern angegeben. Von Beginn an gibt es eine ordentliche Steigung und die Schotterwege werden immer wieder von Gesteinsstufen oder kleinen Kraxelpassagen aufgelockert. Und das ist für uns alle übrigens auch die erste Bergbesteigung. Bis jetzt waren wir, glaube ich, alle schon mal auf dem Brocken, aber das zählt ja auch nicht so richtig, das ist ja mehr ein Hügel. Und da sind die Wege auch angenehm. Hier ist natürlich richtig geil schroffer Scheißdreck. An dieser Stelle fängt die GoPro leider an, Aussetzer zu schieben. Der Ton wird im Verlauf immer mal wieder weg sein, ich versuche euch trotzdem so gut wie möglich mitzunehmen. Der Ausblick wirkt aber auch ohne Ton. Nach dem ersten längeren Anstieg wurden wir mit einem kleinen See belohnt, den wir auch direkt für eine Pause genutzt haben. Der Triglav-Nationalpark, in dem wir hier unterwegs sind, umfasst übrigens knapp 84.000 Hektar. Das sind über 4% des gesamten Landes. Zusammen mit den anderen Schutzgebieten haben die Slowenen insgesamt sogar über 35% des Landes unter Naturschutz gestellt und sind damit Platz 2 in Europa, ganz knapp hinter Luxemburg. Na du? Wir gehen jetzt hier auch so einen kleinen Umweg quasi über die 7-Seen-Wanderung oder einen Teil davon. Geht halt hier überall im Gebirge, am Gebirgskamm längs und da trifft man eigentlich auf 7 Gebirgsseen. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele wir hier jetzt passieren. Den ersten haben wir auf jeden Fall gerade, haben wir die erste Pause gemacht. Aber ist auf jeden Fall scheiße schön. Auch wenn man sich hier umguckt, geht halt nichts drüber. Sind jetzt auf irgendwo 1400 oder so, 1350, sind aber auch erst die ersten 4 Kilometer jetzt gewesen. Jetzt geht es erstmal ein bisschen gerade. Man sieht jetzt hier auch, dass die Bäume langsam ausfaden und jetzt ist halt einfach nur noch geröllig. Ich finde das so geil, ich habe das noch nie, an so einem Punkt war ich noch nie, bin gerade richtig ergriffen. Es ist einfach so massiv, man fühlt sich so geil klein. Die hier, die sind so auf 2070 Meter oder so, das heißt unser ist noch mal 800 Meter da drüber. Zu krass. An diesem Punkt, nach etwa 12 Kilometern, haben wir beschlossen, die Gruppe aufzulösen. Dani hat das Gelände etwas unterschätzt, wodurch sie sehr langsam wurde. Und jetzt mussten wir über diesen Kamm, mit einem sehr steilen Geröllanstieg. Der Plan war also, dass Linnea und ich vorgehen, um die Schlafplätze und Essen in der Hütte zu sichern. Wird so oder so sportlich. Wir beide geben nochmal richtig Gas. Hier wird kurz pausiert. Und dann treffen wir uns oben. Au. Au.
Tschüss, Kinder. Tschüss. Die erste Wolke zum Anfassen fast. Das Problem dabei war, dass wir keine Karte hatten und nur die Richtung und den Namen der Hütte kannten. Oben zwischen den beiden Gipfeln angekommen, wurde uns klar, dass die Hütte noch weiter weg war, als wir dachten. Schlaucht. Vor allem, wir sind halt auch schon über 8 Stunden unterwegs. Da nochmal so ein Klopper rein. Das ist nicht mal eben. Und wenn es hier dunkel wird nachher, möchte ich auch nicht nur mit einer Kopflampe hier durch müssen. Also eigentlich schon, aber dann fit morgens. Ja, aber dahinter, dann dahinter ist dann aber gut. Okay, es ist doch nicht sofort vorbei hinter dem Kamm. Wir latschen jetzt hier auch schon wieder irgendwie eine halbe Stunde und es hört einfach nicht auf. Jetzt muss es aber da hinten vorbei sein eigentlich. Aber ich mache mir immer mehr Sorgen um die beiden. Jetzt zieht hier richtig die Nebelsuppe auch hoch. Ich hoffe, da kommt nicht doch noch ein Gewitter. Wenn du hier erstmal standest, dann machst du nichts. Wenn das Wetter umschlägt, kannst du nur hoffen, dass du irgendeine Höhle findest und dich irgendwie in deine paar Klamotten einwickelst, die du mit hast. Sonst ist vorbei. Hier ist einfach Mond. Aber geil. Ich lieb's. Weiter als 2 Kilometer ist es hoffentlich nicht mehr. Wir sind zwar nicht immer noch nicht 100%ig sicher, ob das der richtige Weg zu der Herberge ist, weil hier ist kein Mensch. Aber gut, ich habe sogar einen Schlafsack dabei, immerhin. Wie spät haben wir es? 17.19 Uhr müsste man noch so knappe 3 Stunden Tageslicht hier haben. Aber wir können jetzt auch nicht zurück oder auf die warten, weil dann haben wir auch gar keine Chance mehr, die Hütte zu erreichen. Und dann müssen wir auf jeden Fall hier irgendwo unterm Stein schlafen. Wie es halt immer so ist. Einfach einen kühlen Kopf bewahren und weiter stapfen. Wird schon gehen. Es bleibt spannend. Hier ist keine Scheißhütte, ey. Da oben ist einfach eine Bergziege. Oh Gott, ja. Oh, ich habe richtig Gänsehaut, ne? Oh, ja. Geil. Also, Hütte haben wir schon mal. Jetzt müssen wir nur noch unsere Freunde wiederfinden. Oh, Gott sei Dank, da sind sie. Da hinten. Ja, wir haben eben schon mit dem Typen in der Hütte besprochen, wie wir euch retten. Ja. Tatsache, wir hatten richtig Schiss. Ja. Wir haben halt noch eine halbe Stunde bis Sonnenuntergang. Und genau. Wir dachten so, ihr seid mindestens eine Stunde hinter uns. Ja. Deswegen haben wir ein bisschen Schiss gekriegt. Ja, eben. Ich hatte richtig Panik zwischendurch. Wir haben auch gebraucht hier. Also ja, das ist ja noch so unfassbar lang. Das war hier die letzte Strecke, Alter, der absolute Abfuck. Ne? Geklettert. Ja. Ich hab mich was eingeschissen. Ich dachte auch so, ach du Scheiße. Ja, da gab es noch die Kletterpassage. Ja. Kurz ja. Tränen. Ja, dachte ich mir. Aber Tränen, weil ich überlebt habe. Aber ich sage euch eins, Adrenalin kickt. Aber wir haben Essen für euch quasi vorbestellt. Die meinten, die Köche machen maximal. Genau. Ah, okay. Boah, aber das ist echt grenzwertig. Also das ja, voll. Wahnsinn. Am Ende waren wir alle pünktlich zum Sonnenuntergang an der Hütte und die beiden haben ihre Bergsteigerportion Fettsuppe bekommen. Die Hüttenmitarbeiter haben sogar noch süßen Tee bereitgestellt, damit sie wieder zu Kräften kommen.
An diesem Tag haben wir 17 Kilometer mit über 1800 Höhenmetern zurückgelegt. Doch der nächste Tag sollte noch spaßiger werden. Oh, wir haben den nächsten Tag, haben uns jetzt getrennt. Die anderen beiden steigen ab. Wir gehen hoch. Guck mal, da oben läuft schon eine. Ja. Geil. Das sind, glaube ich, noch so 1,5-2 Kilometer an die Spitze und dann müssen wir noch mal so ungefähr 5 Stunden absteigen. Und viel zu viele Höhenmeter, Leute. Ja, und viel zu viele Höhenmeter. Naja, genau, wir steigen dann ungefähr von fast 2,9 auf, ja, wieder um die 500 ab. Also, rapido. Geil hier. Wir sind jetzt hier am Fuße. Da beginnt der Klettersteig. Ja, geil. Auf jeden Fall richtig hart Bock jetzt. Wir sind vor allen Dingen komplett in der Zeit. 2,5 Stunden war unten ausgeschildert. Wir haben jetzt Stunde 20 gebraucht. Eine Stunde steht hier noch. Sehr gut. Also, waschechte Slowenen. Good morning. Bald sind wir bei der ersten Hürde hier. Ne, Schatzki? Mhm. Da unten soll es Murmeltiere geben. Mal gucken. Hallo, Murmeltier. Hallo. Das ist gerade Adler jagen. Adler jagen? Ja, die können hier fliegen. Ah. Die jagen hier die Bussarde und Adler. Ja. Ist gerade unterwegs. Kann sein, um Futter für die Jungen zu holen. Wow, 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 wow. Der alternative Weg der beiden war wirklich wunderschön und wir durften am Gipfel auch etwas Einzigartiges erleben. Krass. Wir sind in der Wolke. So gut. Da ist das Ding. Hier ist die Gipfelhütte quasi, gipfelkreuzmäßig. Geschafft. Erste Bergbesteigung. Und es ist einfach nur heftig. Oh, wir treten jetzt wieder die Rückreise an, den Abstieg quasi. Insgesamt haben wir dann noch so 18 Kilometer, schätze ich. 18, 19. Irgendwo da hinten ins Tal. Der Weg über diesen Grat war einfach nur atemberaubend. Um uns herum überall sanfte Wolken und ein Weitblick, wie ich ihn noch nie gesehen hatte.
Wir hatten nach wie vor keine Karte und wollten eigentlich eine alternative Route gehen, um einfach schnell eine Straße zu erreichen. Ich hatte mir die Orte aufgeschrieben, die jeweils Wegpunkte gesetzt haben. Leider waren diese nirgends ausgeschildert und unsere einzige Hilfe war ein dunkles Foto einer alten Wanderkarte, die wir an der Hütte abfotografiert hatten. Rückweg auch komplett verschätzt. Nach hier knapp 20 Kilometern die ganze Zeit nur Geröll bergab. Macht das echt keinen Sinn mehr. Wenn die beiden jetzt nicht den anderen Weg genommen hätten, weiß ich auch nicht, was wir dann gemacht hätten. Jetzt haben wir, glaube ich, noch, ich weiß nicht, 500 Meter von der Scheiße. Man kann den Wasserfall auf jeden Fall hören. Ich weiß nicht, ob man es auf Cam hört, aber da unten irgendwo muss es sein. Wir haben schon zwei Täler durchquert. Einmal den Triglav aus Versehen umrundet. Also ein Teil davon reicht jetzt auch. Bergab ist halt, tut nur noch weh. Aber gut, dunkel ist noch nicht. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt in der nächsten halben Stunde darunter. Ja, aua. So, gestern habt ihr uns gerettet, jetzt retten wir euch. Geld regelt. Für 20 Euro können wir jetzt wahrscheinlich fast zu euch fahren. Und dann haben wir euch gleich. Daumen drücken! Oh, es wird langsam dunkel. Manni ist jetzt alleine los mit den Kopflampen, denn die Strecke wird zu schwer für mich. Und wir hoffen, dass wir euch gleich finden. Nach über 12 Stunden, 22 Kilometern und 2300 Meter Abstieg haben wir dann endlich Mannis Kopflampe am Ende des Weges entdeckt. Oh. Die Maschinen. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, Dani hat wieder untergeschaut. Hallo. Hallo. Oh mein Gott. Es ist so grausam. Ah oh ja, oh, super. Gute Idee. Danke, danke Komoot. Naja, wir haben halt auch 24 Kilometer geplant mit Abstieg. Wir haben quasi die Hütten gedribbelt und dann noch ein bisschen. Das macht man einfach nicht. Was lange währt, wird endlich gut. Gut, habe auch keinen Bock mehr jetzt hier. Unsere erste Bergbesteigung war also einigermaßen erfolgreich. Wir haben zwar fast alles falsch gemacht, aber am Ende hat sich immerhin niemand verletzt und wir haben krasse Erinnerungen gewonnen. Die Tour habe ich in der Beschreibung verlinkt, genauso nachmachen würde ich aber nicht unbedingt empfehlen. Der Triglav Nationalpark ist aber in jedem Fall eine Reise wert und Slowenien wird uns nicht das letzte Mal gesehen haben. Über Tipps zu Wanderungen, Klettersteigen oder anderen Touren freue ich mich natürlich immer und wenn du jetzt noch da bist, danke fürs Zuschauen.